Yo Leute, was geht denn da und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer-Brother. Saison 3 ist am Start mit der Schalke-Karriere. Wir haben die Klasse gehalten, am Ende Tabellen-8er geworden letzte Saison. Und jetzt geht's rein in unser zweites Erstliga-Jahr nach dem Aufstieg. Wir müssen versuchen, die Truppe weitestgehend zusammenzuhalten. Ob das Ganze funktioniert hat, was unsere Neuzugänge sind, das seht ihr hier in dieser Karrierefolge. Lasst sehr gerne wieder ein Like da. Ich weiß, ihr feiert die Serie geisteskrank. Mir macht es auch extrem viel Spaß. Also gerne hier supporten. Könnt auch schon mal gerne Transfervorschläge reinschreiben. Guckt euch einfach an. Das wird wieder ein XXL Best of sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, Freunde. Und genießt einfach das Video. Lehnt euch zurück. Macht euch was zu essen. Zieht euch einen Kaffee. Vielleicht auch zwei. Das wird ein geiles Ding. Also Freunde, ganz viel Spaß mit Karrieresaison Nummer 3. Wollen wir da mal rein hier oder was? Keke, wollen wir uns mal angucken, was du hier geleistet hast? Wir schauen mal rein, mein Freund. Wir schauen mal. Ah, guck mal hier. Top erzielt Doppelpack beim Schalke-Sieg gegen Freiburg. Aha. Da bist du ja direkt. Spieler des Turniers bekannt gegeben. Relegation, Beljo. Ich sag dir ehrlich, stabile Debütsaison in der Bundesliga, mein Freund. Als Backup-Stürmer 10 Hütten geknipst? Kann man machen. Ich bin halt mal bei Kleindienst gespannt, ne, was aus dem nächstes Jahr wird. Der war halt so strong und dann verletzt. Ich sag euch aber auch ehrlich, Asano, undercover, geisteskranke Saison gespielt. 15 Scorer, 8 Tore, 7 Vorlagen. Appelkamp auch richtig gut, 18 Scorer. Lass mir sogar auch 11. Kannst du nix sagen, Junge. 5-mal haben wir auch Orian und Jalla gemacht. Vorbereitungsturnier. Hier ist Parma mit drin, unser Ex-Verein. Hier ist RCD Mallorca drin, unser Ex-Verein. Aber Digga, also wir sind Schalke 04. Was soll ich dir erzählen? Es tut mir leid. Aber da müssen wir halt aufs Geld achten. Wir müssen ja halt mit dem Geld geben. Da, wo es die meiste Kohle ist, da ist Rüdiger Hammel. Spaß, Digga. Der Bratan bleibt der gleiche. Inshallah in eine Gruppe mit RCD Mallorca. Ab nach Malle, Männer. Ich soll mich für Europa qualifizieren? Habt ihr den Arsch offen oder was? Was? Bro! Wir sind aufgestiegen gerade. Was ist denn los? Digga, also das ist ja bodenlos. Wie denn? Markenpräsenz. Okay. DFB-Pokalrunde der letzten 16. Erhöhe die Spielergehalte um maximal 0%. Ja, was willst du denn von mir? Erziel über 3 Saisons einen Profit von 12 Millionen aus Verkäufen von Nachwuchsspielern. Tschüss. Wie viel Geld haben wir? Finanzen? 32 Millionen. Dann lass den Rüdiger Rammel mal kochen. Mehr sage ich nicht. Lass ihn einfach kochen. Mavropanos ist drin. Na, lass mich kochen. Rüdiger Rammel muss interessante Mittel und Wege finden. Wir verabschieden uns sehr, sehr herzlich und sehr, sehr freundlich von Simon Terodde, Dominik Drexler und Michi Langer. Haben alle ihre Karriere beendet. War schön mit euch. War wirklich schön. Genk möchte Kenan Karaman haben. Ist 1,8 Wertschat. Das hören wir uns an. Das hören wir uns auf jeden Fall an. Also sage ich euch ehrlich, ich würde es machen. Ich finde den in Real Life echt underrated. Aber... also wir wollen ja auch Linus Richter immer mehr Spielzeit geben. Und wenn wir hier irgendwas über 2 Millionen bekommen, will ich dem auch keine Steine in den Weg legen. Machen wir 2, 3. Ja, ich würde schon gerne eine 2 vorne stehen haben, bin ich ehrlich. Ja, mach wenigstens 2 glatt. Gib mir die Weiterverkaufsgebühr. Mach wenigstens 2 glatt, Alter. Genk ja richtig ekliger Verhandlungspartner. Was ist denn da los? Ja, komm. 50.000 rausgehandelt, super. Wie auf dem Bazar, nur in Scheiße. 31,5 Millionen für Mavropanos von Celta Vigo. Das kannst du halt auch knicken dann. Da können wir einfach nicht mitgehen. Sag ich euch ehrlich, da sind wir direkt raus aus dem Poker. Hier wird's halt interessant, ne? Ich will Schallenberg nicht abgeben, aber wenn ein internationaler Top-Club kommt wie Florenz, 17,5 Millionen. Also eine 20 muss vorne stehen. Ich habe auch gar keinen Stress, den hier abzugeben, ne? Also ich sag eigentlich mindestens 25, bin ich ganz ehrlich. 25 wäre meine Schmerzgrenze. Okay. Ja, aber es muss 25 sein. Ich sage, 25 ist meine Schmerzgrenze. Drunter gehe ich nicht. Weil der hat Vertrag, er fühlt sich wohl und es muss eine gute Summe bei rauskommen. Nee, da sind wir raus. Also, wir können ja realistisch bleiben, wir können ja mal einen abgeben, aber nicht für so eine Pisssumme. Also auf gar keinen Fall. Cardiff City, die Freigabesumme. Wer ist denn Milo Schneider? Der ist doch voll... Wer ist denn das? Wer ist ein Milo Schneider? Ich weiß nicht, wer dieser Spieler ist. Ja, okay, Digga, Cardiff. Nimm, Alter. Kannst du haben, Junge. Ich weiß nicht mal, wer das ist, Milo. Warum hast du die Nummer 10? Verpiss dich, Digga. Geh nach Cardiff, Junge. Er hat einfach die Nummer 10. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Für den Disrespect klaue ich dir die Nummer auch nochmal auf dem letzten Tag. Hier, nimm die 90, Digga. Milo Schneider. Ich kann das alles nicht mehr. Ich sag euch ehrlich, ich probiere den. Aber das wird ein Brett. Das sage ich euch jetzt schon, das wird ein Brett. Das wird ein Brett. Boah, das wäre aber geil. Wäre aber so ein geiler Transfer. Wir brauchen einen neuen Abwehrchef.
22 wert. Leck mich am Ohrschlöchel. Kann ich da Nagalo mit reindrucksen? Nagalo und 10? Warte, Bro, chill doch mal bitte. Was ist denn los? Warum bist du denn direkt so abgefuckt, Junge? Hast du dich heute Morgen geschnitten beim Rasieren oder was? Hol dir mal Manscape, du Opfer. Was ist mit dir los? Trink mal eine Vita-Welt. Scheiß Augsburger. Was ist bei dem los? Was ist bei dem los? Nee, bin ich sauer. Beleidige ich seine Mutter. Kenn ich nix? Transferangebot für Seguin. 3 Millionen von Sheffield. Ich glaube, ich nehme es direkt an. Der hat nur noch ein Jahr Vertrag und die zahlen den Marktwert. Wir machen das. Seguin zu Sheffield. Passt. Den wollte ich sowieso abgeben. Passt. Sehe ich die Zukunft nicht auf Schalke. Hat keine guten Leistungen gezeigt, bin ich ehrlich. Briefmarke auf den Arsch und weg. So ein Ding ist das. So. Milo Schneider! Junge, geh weg. Du siehst aus, als würdest du Schmuddelfilme drehen. Rücken Nummer 10. Ich weiß auch nicht, wer dich verarscht hat damals. Auf Wiedersehen. Ja, Seguin auch weg. Schön. Schön nochmal einen Anzug angezogen. Einfach nur, um einfach zu gehen. Finde ich klasse. Ist Stil. Hat wirklich was von Stil. Finde ich super. Transferangebot für Sidi Sané. Transferangebot für Nagalo. Jetzt reden wir. Hier könnte man Geld machen, meine Freunde. Die bieten jetzt schon 10,7. Er ist 8,5 wert und ich fand ihn Müll. Wir reden. Auger. Wir reden. Oh, oh, der meint's ernst. Da kommt einer im Anzug. Oh, bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Rüdiger Rammel. Ah oui. Je parle le français. Français. Oui. Letztes Jahr, ich war Paris, oui. Ah, 17 Millionen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 Millionen. 15, 15 Millionen, 15. 15 Millionen, et une baguette. D'accord? Ah, fils de pute, fils de pute, c'est une scam. 14, 14 Millionen, 14 Millionen. Okay, wir reden. Das ist eigentlich ein gutes. Das ist echt ein gutes Angebot, ne? 12,2 und eine Weiterverkaufsgebühr. Boah, es ist ein gutes Angebot, sage ich ehrlich. In Germany we say 12,5 and Briefmarke auf den Arsch. Française et Allemagne. Le Tour Eiffel. 3 Millionen für Sidi Sané? Ich muss ja schon wieder Französisch reden. Clermont Foot 63. Die denken, das ist Leroy. Männer, das ist der Bruder. C'est le frère. Le frère. Le falsche. Le falsche frère. Bruder, die zahlen ja jetzt schon mehr. Mach 4. 14 Millionen. 4, 4, 4, 4. Ja, 4. Oui, 4. 4. Zack. Guck mal, hier wird verkauft wie auf dem türkischen Basar. Mit dem Unterschied, wir sprechen Französisch. Warum sprechen wir Französisch? Weil ich es kann. In der Schule gelernt. Damals alle Prüfungen gemacht. Ich kann alles. Auch das irgendwo natürlich die Vorteile irgendwo eines Rüdiger Rammels. Sprachgenie. Kommt gleich ein spanischer Verein? Kann ich auch. Kommt ein englischer Verein? Kein Problem. Kommt ein türkischer Verein? Kein Problem. Da sind wir halt beim Ding, ne? Ein englischer Club, der den Top-Torjäger aus Deutschland haben möchte. Das ist schwer. Das ist schwer. Aber es ist halt viel zu wenig. Also es muss schon Richtung... Digga, ich kann nicht den ganzen Kader hier verramschen. Also ich sag euch ehrlich, das ist der Top-Torjäger aus der Bundesliga mit 24 Hütten. Ja, hello erstmal. I'm Rudi Rammel. Da gehe ich jetzt erstmal hoch. Das ist der Top-Torjäger aus der Bundesliga. Der hat komplett genetzt. Ja, okay, dann müssen wir es aber wirklich machen. Okay, also, sage ich euch ehrlich, dann... Da habe ich nicht mit gerechnet, sage ich euch ehrlich. Da habe ich nicht mit gerechnet. 4,9 wert, die ziehen direkt 10 rein. Müssen wir machen. Den habe ich nicht kommen sehen. Finde ich aber gut. Das sind die Prep... Ja, Bruder. Oh, Mann. Ich wollte ihn aber gar nicht abgeben. Auf einmal müssen wir einen komplett neuen Kader bauen. Nein! Tim! Er ist weg. Chat, mach die Feuerzeuge an. Der Top-Torjäger aus der letzten Bundesliga-Saison. Aha! Hervorragender Deal! Gute Kadertiefe, Keke top und ich weiß nicht mal, wer Schröder ist. Wer ist ein Schröder? Luck, er zeigt mir zwei Spieler, die 20 und 17 sind. Keiner hat ein Rating über 70 und das Spiel sagt mir, oh Bruder, gute Kadertiefe, ab nach Europa. Ja, dankeschön. Boah, sehe ich uns, Chat. Oh, seht ihr das? Ich sag's immer wieder, if you can't beat them, buy them, sag ich als Backup. Dompe, wir machen erstmal unsere Hausaufgaben. Und das ist eine Rückkehr von der Weltklasse. Max Meyer. Er ist ablösefrei. Er sucht einen neuen Verein.
Und mein Junge, es soll ein Comeback geben. In Gelsenkirchen. Rolle im Kader wichtig. Ist okay, du wirst deine Einsatzzeit kriegen, Junge. Du kannst auf der 10 spielen. Du kannst auf der 8 spielen. Du kannst auf der 6 spielen. Rolle im Kader wichtig. Passt. 3 Jahre? Passt. Digga, wir holen Max Meyer zurück. Freigabesumme übergehen. Gehalt ist... Was gibt man denen denn für Gehalt? Ich habe keine Ahnung. 15? 20? Guck mal. Mein lieber Max. 15.000 Gehalt. Kannst dir die Bieren da mitnehmen. Und du kriegst für deinen Papa 1 Monat Tankgutschein bei Shell für den Lambo. Bezahlt vom Pleiteclub. Ach du Scheiße, der Mann hat Forderungen. Der möchte nicht nur eine Tankladung für den Lambo, der will komplett einen neuen Lambo haben. Gehalt ist so eine Sache. Einsatzbonus finde ich ein bisschen krass. Er ist halt ein freier Spieler, ne? Der weiß um seinen Wert. Sie reden hier über den Weltklasse-Spieler Max Meyer. Klare Geschichte, ich verstehe es. 18,5 Gehalt, Einstiegsbonus, 200 Flocken. Und Gisela, die Erdbeertörtchen, pack die ein, der Max nimmt die mit. Here we go! Max Meyer zurück zum FC Schalke 04! Es ist passiert! Es ist passiert! Let's go! Ist das schön einfach. 73er Gesamtrating. Ja, passt, Junge. Super Rotationsspieler, super Kaderspieler. Der verlorene Sohn kehrt zurück. Und ich sag euch ehrlich, ein gewisser Seguin ist gegangen. Eine gewisse Rückennummer ist frei. Er hat sogar 74. Max Meyer kriegt die Nummer 7. Fühl ich! Doppel 4! Macher! Macher! Junge, geil. Wir haben eine neue Nummer 7, Chat. Oh, wunderbar. So, Trikotnummern werden ein bisschen geupdatet. Timo Baumgartel bekommt die 25. Und Leute werden sagen, du bist blöd. Leute werden sagen, Broski, du bist verrückt. Aber Linus Richter ist ein Top-Talent. Und wir setzen auf Top-Talente. Linus Richter ist unsere neue Nummer 10. Der Mann wird Spielzeit bekommen. Und davon nicht zu knapp. Das ist unser neuer Mann. Das ist die Jugend und auf die Jugend wird gebaut. So baut man nämlich Schulden ab, Freunde. Teuer verkaufen und die Jungs aus der eigenen Knappenschmiede holen. Erstes Testspiel der Saison gegen Espanyol Barcelona. Ich will was sehen, Männer. Bevor ihr alle ausrastet, Torhymne gibt's nicht. Wir sind auf Testspieltour. Gibt's kein Torhymne. Brave Raid. Brave Raid hat uns einfach fast einen direkten Freistoß gedrückt. Einfach vom Goat fast einen Freistoß gedrückt bekommen. Wenn du halt 10 Millionen für Kleindienst bekommst, wo du nicht weißt, was du für einen Spieler hast. Na, der ja auch lange verletzt war. Davor hat er gebombt, aber... Ist halt auch One Season Wonder, kriegst 10 Millionen für. Dann, Moment. Sehr gut. Dann für Nagalo das Geld war halt auch big, ne? Also wir haben ja schon wirklich gute Arbeit da gemacht, was die Verkäufe angeht. Wir haben jetzt wirklich gutes Geld eingenommen. Ja, okay, perfekt. Hat super geklappt. Oh mein Gott, Brave Raid! Chill, Bro! Ja, wow. Wow. Ja, ist eine Spielunterbrechung, ist ein Elfmeter. Wow. Ja! Fair Mann! Gib die Sau! Will der gegen mich lupfen? Scheiß Brave Raid. Wow. Was, Bruder? Erstes Testspiel, sehr vielversprechend. Ja. Nee, mega. Sehr gut. Mallorca verliert auch. Boah, für den würde ich halt so viel machen. Soll ich mal bei Mukta anklopfen? Ey, Mukta würde ich halt so fühlen, Chat, ne? Aber halt nicht als Stürmer, sondern entweder als Zehner oder links außen. Auf den hätte ich richtig Bock. Aber muss man halt gucken, was er kostet. Was kostet der Mann? Kann man den günstig schießen? Kann man? Oh Mann, ich hasse es. Wir sind so pleite. Und alle wissen, dass wir pleite sind. Oh Mann. Alle wissen's. Was kostet Undav? Der verdient doch auch in der Premier League 600 Millionen. Der wird jetzt wieder kommen. Wir hätten gern 25. Okay, wir reden. 12,5. Wir bleiben bei 17. Komm, marktwertgerechtes Angebot. 14 glatt. Pick! Das ist Pick! Ich hab ihn abgezogen wie auf einem türkischen Bazar. Bin ich hingegangen. Er sagt 17, ich sag 11. Er sagt 17, ich sag 12. Er sagt 17, letzter Angebot. Ich sag 14, Walla, Bruder. Letzter Preis 14. 30 Jahre Garantie. Er sagt, okay. Digga, er hat 69 Kopf, weil das ist gar nicht unsere Spielphilosophie. Er passt gar nicht rein. Er passt gar nicht rein. Ja, wow. Nee, kannst knicken. Das bringt nichts.
Ja, auf der 10. Also das ist ja wirklich Scouting wie... Also es ist ja, ich glaube, genauso in Real Life hat Schalke vor 3 Jahren gescoutet. Ich weiß euch, genauso lief das vor 3 Jahren ab. Wir haben hier Goretzka und Max Meyer verloren die Saison. Wie wollen wir denn die Lücke stopfen? Guck dir mal den Sebastian Rudi an. Sebastian. Wir sind eine Gegenpressing-Umschaltmannschaft. Du hast jetzt bei Bayern München die letzten 3 Jahre natürlich 85% Ballbesitz gehabt. Wie wär's mit 16 Millionen Ablöse und 8 Millionen Jahresgehalt für die nächsten 5 Jahre? Leider war. Nee, mach ich nicht. Das macht gar keinen Sinn. Er passt gar nicht rein in unsere Mannschaft. Es tut weh. Er passt nicht rein. Sorry, Undav. Sorry. Ach so. Ja, nee, klar. Klar, kein Problem. Borussia Dortmund gibt 106 Millionen für den Innenverteidiger aus. Nee, klar, ey. Klar. Kolo Muani PSG sehe ich ja noch. Tomori zu United sehe ich auch. Aber das sehe ich nicht. Jonathan David zu Barca. Niklas. Ich kann das alles nicht mehr. Das macht mich alles verrückt. Digga, also Arnes, jetzt kannst du den Laden abmelden. Meld den Laden ab. Also jetzt kann ich es nicht mehr. Jetzt kann ich es wirklich nicht mehr. Meld den Verein ab. Timo Werner und Niklas Süle zu Real Madrid. Scheiße, Chat, wer sagt's ihm? Dennis Undav, ich freue mich auf die Vertragsverhandlungen. Wer sagt's ihm? Es tut mir leid, Bro, du wirst geghostet. Es tut mir so leid, Bro. Ich muss dich ghosten. Es tut mir so leid. War ein Scouting-Fehler. Wir spielen im Bernabeu. LOL. Wir spielen im Bernabeu das Testspiel. Wie geil. Die Spanien-Tour so big. Einfach Schalke das erste Mal seit 2015 wieder im Bernabeu. Geil. Fühlt sich gut an, Chat. Hoffentlich nicht das letzte Mal. Linus Richter über die rechte Seite. Bring den Ball mal auf den Keke. Bring ihn auf den Keke! Schwierig. Ey, Fun Fact! Das letzte Mal, dass Schalke im Santiago Bernabeu gespielt hat, stand übrigens ein gewisser Max Meyer auf dem Feld, ne? Kurze Side-Knowledge hier. Linus Richter! Die neue Nummer 10! Linus Richter! Jawohl, Junge! Die neue Nummer 10, Chat! Der Mann wird Spielzeit kriegen in der Liga. Geil! Will Draogo. Komm, Ballmann ein bisschen. Und schicken Keke auf den... Schade. Angriff von Rayo Vallecano. OCC, ich brauche einen British Exit hier. Ja, Baumgartel. Stark, Junge. Lol. Oh! CC gegen RDT! Ha! Matriciani! Nein! Ja! Umgesetzt, die Sau! Raul de Thomas, RDT. Gegen Hekeren im Kasten. Tschüss. Okay, chill, Bro. Chill, Bro, RDT, chill. Was ein Screamer, Alter. Ah, es wurde gewechselt. Ojan ist jetzt drin. Ojan und Asano wurden eingewechselt. Neues. Ojan gegen Raul de Thomas. Ich wurde eingeschult. Digga, ich scoute den gleich. Ich kaufe Raul de Thomas. Ich sag euch ehrlich, if you can't beat them, buy them. Ich kauf den. Warum ist der so gut, der Winger? Ja, ich glaube, wir verlieren auch das Testspiel. Es sei denn, jetzt kommt ein Ballgewinn. Ja. Nee, ich krieg hier noch nicht. Schade. Gut. Scheiß drauf. Wir müssen... Digga, wann geht denn die Liga los? Oh, immerhin starten wir mal mit einem Heimspiel gegen Augsburg. Das ist ja noch halbwegs vertretbar. Ja, die haben ja wenigstens mal ein entspanntes Programm. Zu Hause gegen den 16. als erstes, aus dem Vorjahr und dann gegen den Aufsteiger auswärts. Verhandlungsende. Ja, sorry. Sorry, Dennis. Habe ich verkackt, war meiner. War wirklich meiner. Ajax Amsterdam möchte Henning haben, verpisst euch. Interesse an Sosa. Geht zu Dortmund 28. Da können wir eh nicht mitbieten. Transferangebot für Linus Richter von Galatasaray. Verpisst euch. Töken! Weg mit euch. Raul de To... Boah, Chat! 1,80 groß. Kopfball 78. Digga, er wird halt gut reinpassen. 80 Kopfball oder 78, passt. Find ich geil. Spanischer Stürmer, der Raul heißt, haben wir gute Erfahrung mit. Aber ich warte erst noch auf den Scout-Bericht von Kalajdzic. Der geht noch 2 Tage. Ich meine, jetzt kein Panikeinkauf. Boah, erstes Saisonspiel. Mods macht eine Wette, wir simulieren. Sieg gegen Augsburg, ja, nein. Da werden wir dann aber notgedrungen erstmal wieder mit Henning IV spielen und Brunner rechts. Klare Sache. Rakitic zurückholen. Das ist eigentlich eine geile Idee.
Boah, das ist eigentlich eine geile Idee. Wenn er den künstlich schießen kann, hat er nur noch ein Jahr Vertrag. Ich habe Angst vor dem, was jetzt passiert, ne? Ich bin ehrlich zu euch. Ich habe wirklich Angst vor dem, was jetzt passiert, Chat. Die erste Pressekonferenz von Rüdiger Rammel. Sind die europäischen Ambitionen des Teams realistisch? Bro, der Druck! Von Spiel zu Spiel denken! Ganz klassisch. Ganz klassisch. Von Spiel zu Spiel. Zum Saisonstart steht gleich mal ein Topspieler an. Ja, genau. Gegen die Mannschaft, die letztes Jahr in der Relegation war, ja. Ich glaube an meine Spieler. Ich glaube an meine Truppe. Gute Pressekonferenz, Herr Rammel. Komm, wir hören mal in die Presse rein. Was sagt denn die Presse vorm ersten Spieltag? Ist die Presse auf unserer Seite oder wie sieht's da aus? Die Dade! Ey! Also ich habe Probleme mit den Scouts! Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ach, Bro. Schalke-Fans unzufrieden beim Transferplan von Rüdiger Rammel. Er würde die Breite im Kader fehlen. Rüdiger Rammel betont, es sei schwierig, Spieler zum Schalke-Befehl zu holen. Ja, ist doch so. Kompletter Muckkader. Sebastian. Saisonstart. Ich hab Angst. Wirklich Angst vor dem, was jetzt passiert. Ich hab wirklich Angst. Bin ich ehrlich. Keke. Oh, gute Idee. Gute Idee. Nein, nicht Ricardo Pepi! Mann! Digga, die sind 16. geworden letztes Jahr, Männer. Also eine ganz schwierige Saison, sage ich. Das wird ganz, ganz schwer. Ich hab nichts gesagt! Es macht Miep Miep! Es ist Brian Lassme! Es ist Brian Lassme! Keketon mit dem Ball in die Spitze! Und dann kommt Brian Lassme! Let's go! Come on! Oh oh. Ach, schön verarschen lassen. Schön verarschen lassen. Ja, Digga, soll ich jetzt so tun, als hätte ich irgendwie krasse Spiele auf der Bank oder was? Asano spielt scheiße, ich bring Richter. Oh mein Gott. Bitte. Mann, hast du einen Notenball? Apfelkamp spielt so scheiße gerade. Ja, was willst du machen? Wir haben eine halbfertige Mannschaft auf dem Rasen. Ob man dann 1-3 gegen den Vorjahres-Relegationsteilnehmer verlieren muss, ist eine andere Frage. Digga, das macht mich so sauer, wie scheiße die spielen. Dankeschön. Come on. Come on. Come on. 2-3 Jackson Irvine. Volle Offensive. Volle Offensive. Aber es ist zu spät, denke ich mal. Ja. Starten mit einer Niederlage in die Saison. Naja. Scout-Abschlussberichte. Aber guck mal, jetzt haben wir wenigstens mal ein paar interessante Stürmer, mit denen wir arbeiten können, ne? Guck mal, Danilo von Feyenoord. 78er Rating. Ist halt 1,74 gut. Das war es dann auch wieder, ne? Aber da haben wir zumindest was. Ja, Mailand und Dortmund buhlen um Bona Sosa. Ja, der wäre so perfekt, ne? Kalajdzic wäre so ein Traum. Also, De Thomas ist auch geil. Oh, okay, jetzt sehe ich das Gehalt. Ja, wir können es probieren. Wenn Kalajdzic auf Gehalt verzichtet, ist das eine Option. Das ist die ganz große Frage. Comeback in die Bundesliga für Sasa Kalajdzic. Ich muss ja versuchen, das ein bisschen zu drücken, ne? Also, wir müssen ja gucken, wo wir bleiben. Okay, ey, es geht in eine super Richtung. Okay, es geht wirklich in eine super Richtung. Ey, das ist big. Wenn der nicht ein komplett ekelhaftes Gehalt haben möchte, geht das hier in eine gute Richtung. 17. 17,8. Treffen uns in der Mitte bei 17,5. Ey, das ist Killer. Ey, das ist Killer, Alter. Boah, das wäre so ein Wahnsinnsstil. Das wäre krass. Finde ich gar nicht. 27 Jahre, 79er Rating, gibt's bessere. Oh Mann, Digga. Immer diese Opferkommentare, wenn Leute Karrieremodus spielen, als hätten die drei Gehirnzellen. Ja, ey, ich bin auch so dumm. Ich kaufe mir nicht einfach Lionel Messi ablösefrei und Manuel Neuer. Ja, 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 danke für den Tipp, Kuss. Ja, danke, danke. Komm, ich hol noch kurz Benzema. Also ich will bei Kalajdzic einfach mal wissen, in was für eine Richtung das gehaltmäßig geht. Okay. Oh Gott im Namen. Schlüsselspieler. Gisela. Gisela, komm mal her. Gisela. Bitte heute, ne? Die Erdbeertörtchen besonders lecker machen. Besonders lecker. Wir müssen den Sasa hier überzeugen. 4-Jahres-Vertrag. Freigabesumme übergehen. Ja!
Tschüss. Jepa, das war nix. Wer kommt denn da jetzt? Digga, der ist ein bisschen zu spät. Mein Junge, du hast schon 2 Spiele gemacht für uns. Digga, ich schwör, Christian Groß lebt in diesem Verein bis heute. Der ist schon seit 2 Wochen bei uns. Ich kann das alles nicht mehr. Ich versuche RDT zu verpflichten. Ist für ein Media Day gewesen, sage ich. Gisela, bitte 2 Erdbeertörtchen, die leckersten, die du findest. Wir brauchen einen Stürmer. Aktuelles Gehalt 30.000. Oh, das sieht lecker aus. Kauf einem Mann noch Sahne dazu, Gisela. Sahne und, was wollt ihr haben? 2 Cappuccino. Mach ein bisschen Whisky rein. Die müssen angesoffen sein. 3-Jahres-Vertrag. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ja, okay, wir reden. Ey, das sprengt nicht das Gehaltsgefüge. Du wärst unser Top-Transfer, unser Top-Spieler. Wir reden. Guck mal, da sind die Erdbeertörtchen. Gisela, mach ein bisschen Wodex mit rein. Bonus bearbeiten. 15 Hütten, 350.000. Einstiegsbonus, bisschen hoch. 300.000, kaufst du dir eine schöne Doppelhaushälfte. Reihenhaus in Wuppertal, kannst vermieten. 25.000 Gehalt, sage ich. Voll stabil. Gutes Geld. Okay. Lol. Dann hier noch ein bisschen runter. 27,5 und dann unterschreibt das Ding. Wir haben einen neuen Stürmer. Wir haben einen neuen Stürmer. RDT wechselt zum glorreichen FC Schalke 04. Ein neuer Raoul auf Schalke. Da ist er. Here we go. Raoul de Thomas zu Schalke. Pro Tor ein Döner für ihn beim Herner Dönerhaus. Kein Problem, zahle ich. Medizincheck absolviert. Thomas Ojan sagt schon. Mein Bruder, auf dich kommen sie. Auf dich kommen die Flanken. Ojan und Jana. So, da ist er, die neue 9. Ojan und er schon diesen hier. Verstehen sie schon. Geil. Top-Transfer. Raoul de Thomas. Mit der Nummer 9. Senior Raoul. Okay, nein, das kann man. Wir machen RDT. Neuer Starspieler. Einmal bitte jemand Plätti fragen, ob der Deal guilty ist, okay? Aber ich sag guilty. Ich sag, das Ding ist guilty. Keke top auf dem 70er Rating. Ist schön. Trotzdem, mein Freund, erstmal Backup noch die Saison. Ist ein bisschen zu früh. Nein. Boah, wir haben richtig Stress. Brentford hat die Freigabesumme für Appelkamp bezahlt. Oh mein Gott, was ein Transfersommer. Einfach aus dem letzten Jahr. Unser Top-Torjäger ist weg und unser Top-Vorlagengeber. Boah, Digga, das ist heavy, Alter. Brentford, ja gut, geht nach England. Ich hab's mir halt leid. Also deshalb habe ich auch die ganze Zeit an Mukta rumgescoutet. Weil ich es wirklich, ich hab's halt kommen sehen. Was ist er wert? 22. Also es ist, man hätte halt safe mehr rausholen können, aber es ist okay. Es ist in Ordnung. Ja, schade, Alter. Schade, aber das ist halt das Ding, was wir gesagt haben. Wenn du halt solche Spieler hast, die in der ersten Liga so Action machen, dann wirst du halt leer gekauft, ne? Trotz allem haben wir halt innerhalb von anderthalb Jahren da einen Transferplus von 20 Millionen. Die 10% Weiterverkaufsklausel tut halt ein bisschen weh. Da gehen dann halt nochmal 2,6 Millionen zu. Ich weiß gar nicht, wo wir den hergeholt haben. Das schmerzt ein bisschen. Ja, das ist bitter. Chat, ich spiele selber in Stuttgart. Ich möchte selber zocken. Mach mal eine Wette, Mods. Sieg, ja, nein. So, Appelkamp wird er natürlich nicht spielen, weil der ist zu Vertragsgesprächen in England. Das macht ja keinen Sinn, dass der zockt. Oder ich lasse Linus Richter von Anfang an spielen. Ah, der Schiri ist ein Türke! Hakan Bozbakan! Ah, ich werde auf Ansage verpfiffen. Auf Ansage werde ich verpfiffen. Spieltag 2 in der Fußball-Bundesliga. Die Mercedes-Benz Arena. Umgebaut. Er strahlt im neuen Glanz. Der VfB Stuttgart. Im Rücken die Cannstätter Kurve. Gegen den FC Schalke 04. Die beiden Traditionsmannschaften im Duell, die Stuttgarter aufgestiegen aus der zweiten Bundesliga als Tabellenerster, empfangen den letztjährigen Tabellen-8. Eins in den Chat, schönes Stadion Stuttgart, finde ich nämlich auch. Der Einlaufsong von denen ist ja geistkrank geil. Ich spiele sogar ab. Aufstellung der Stuttgarter, 3-4-2-1, ohne Mavropanos und ohne Bona Sosa. Die beiden Topspieler aus der Zweitligasaison haben den Verein verlassen. Bona Sosa, entweder zu Mailand oder Dortmund, steht noch nicht fest. Die Schalker kommen im 4-2-3-1. Henning Matriciani, der Kapitän, führt die Mannschaft aufs Feld. Und Neuzugang für 19 Millionen Euro, Raoul de Thomas. Vorne in der Spitze. Heute im Mittelfeld von Anfang an auf der Nummer 10. Linus Richter, den Topscorer Appelkamp aus der letzten Saison, zieht es wohl nach England. Der ist für Verhandlungen auf der Insel. So. Die ersten 45 Minuten laufen. Stuttgart von links nach rechts. Schalke braucht die ersten Punkte. 2-3 Niederlage gegen Augsburg im Hinspiel. Im ersten Spiel. Boah, da laufen sie sich gegenseitig über den Haufen. Wanyo, Mann.
Immer noch Wanyoman. Matriciani dazwischen. Oh, Jan mit Lassme. Brian Lassme mit Tempo. Brian Lassme. Raul de Thomas. Ah, erste Chance. Oh. Oh, Henning. Henning Matriciani. Super Zweikampf. Kontermöglichkeit. Brian Lassme. Mit Thomas. Und er spielt ihn perfekt. Brian Lassme. Mach den Motor an, Junge. Lassme. Ah, was machst du, Bruder? Ach, Brian Lassme. Was ist das für ein Lupfer, Junge? Wen hast du da gesehen? Ach, Mann. Ach, Lassme. Ach, Lassme, Bruder. Kuipers. Gerüchten zufolge waren die Schalker da auch dran. Mittelstädt, der Exertaner. Oh, Matriciani, riesen Zweikampf wieder. Oh, super Ball von Fagir. Wagnermann gegen Ojan. Ojan kommt nicht in den Zweikampf. Wagnermann und wieder Henning Matriciani. Der gewinnt jeden Zweikampf. Henning Matriciani. Schallenberg, stark, Junge. Asano. Oh, super Ball. Linus Richter. Linus Richter. Linus. Linus Richter mit der Riesenchance. Also mit Appelkamp fehlt da der Denker und Lenker in der Zentrale. Letztes Jahr 18 Scorerpunkte, 6 Tore, 12 Vorlagen. Das merkt man. Asano. Max Meyer. Ja, schwacher Versuch. Schwacher Versuch. Und die Stuttgarter mausern sich hier wohl mit einem 0:0 in die Halbzeit. Bei Schalke fehlt's an der Präzision und fairerweise auch ein bisschen an der Qualität. Kontermöglichkeit Stuttgart. Baumgartel kommt zu spät. Riesenparade von Marius Müller. Und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Linus Richter. Richter auf Asano mit Tempo. Vorbei an Zagadou. Asano. Asano! Und das 1:0! Die Schalker führen! Die Stuttgarter mit der Riesenchance zur Führung! Und dann ist es ein perfekter Konter! Nach einer Glanzparade von Marius Müller steckt Linus Richter auf Asano durch! Und der macht das 1:0! Und Florian Müller ist und bleibt ein Flutschwinger! 0:1! Doppelwechsel bei den Schalkern, Jugend forscht. Zwei Jungs aus der Knappenschmiede kommen. Uedra Ogo und Keke Top für Brian Lassme und Max Meyer. Schalker jetzt mit einer Doppelspitze. Keke Top letzte Saison 10 Torerfolge in der Bundesliga gefeiert. Super Einstandssaison und das ist ein klasse Zweikampf von Schallenberg. Da ist er direkt. Keke Top. Asano. Uedra Ogo. Keke Top. Oh Jan. Oh Jan, super Ball auf Keke Top. Keke Top mit dem 0:2. Der 19-jährige Shootingstar aus der letzten Saison. Keke Top macht den Deckel drauf für die Schalker. 0:2. Super Ball von Thomas Ojan. Und Keke Top bleibt eiskalt. 0:2. Rüdiger Rammel erneut mit dem richtigen Näschen. Wichtig, aber wir nehmen Asano raus als Vorsichtsmaßnahme. Keke Top. Keke Top mit Tempo. Vorbei an Mio. Keke Top. Der schraubt sich durch der Hühne. Über die rechte Seite. Wartet auf. Die Thomas, aber den muss er doch selber machen. Schallenberg. Viel Platz für Richter. Richter. Technisch klasse. Keke Top. Raul de Thomas. Thomas Ojan und nicht das dritte. Aber das Spiel ist vorbei. Schalke gewinnt 0:2 in Stuttgart und es hätte locker ein 2:5 sein können bei den Chancen. Schalke mit dem ersten Dreier in der neuen Saison. Rüdiger Rammel kann zufrieden sein. Der Thomas konnte als Schalke-Neuzugang im ersten Spiel leider nicht überzeugen. Ey, was für ein enttäuschendes Debüt. Wir haben gewonnen. Es ist eine kollektive Mannschaftsleistung. Man muss realistisch sein. Es ist doch alles gut. Es ist doch alles gut. Asano hat sich verletzt und fällt 5 Tage aus. Alles, alles entspannt. Hauptsache nicht wieder ein Zeh gebrochen. Baldige Genesung wünschen wir. Das Appelkamp-Ding ist durch. Shinta Appelkamp verlässt die Schalker für 26 Millionen Richtung Brentford. Ab auf die Insel. Ab auf die Insel. 2,6 Millionen davon gehen an Düsseldorf. Ja, bestmöglicher Deal, minus 1 Euro. Danke dafür, EA Sports. Ey, super. Hani Mukta für die 10, Chat. Ich glaube immer noch dran. Das soll die neue Nummer 10 werden. Ich glaube immer noch dran. Ich glaube dran, Chat. Ich glaube dran. Alles klar. Kann ich es am Transfer-Deadline-Day nochmal versuchen? Ja, ich habe geglaubt.
Ich hab kurz dran geglaubt. Ich probier's mal. Ich probier's. Wir gehen zum abgestiegenen Hamburger Sportverein. Red ich da mit Kühne oder was? Soll das Kühne sein? Komm, Bruder, ihr seid abgestiegen. 13 Millionen Briefmarke auf den Arsch. Ah, scheiße. Was hältst du denn von 15? 15? Was meinst du? Boah, was hat er denn für dicke Eier, Kühne? Nur weil du Milliardär bist, oder was? 16. Nachdenken. Okay, nachdenken ist kein Nein. Nachdenken ist kein Nein. Okay, 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 okay. Ich probiere nochmal meinen Königstransfer, Attila Schalay. Von Augsburg, ich probiere es nochmal. Ich probiere es nochmal, Chat. Es ist jetzt zum dritten Mal, dass ich mit Augsburg spreche. Zum dritten Mal. Zum dritten Mal! Nach 32 Millionen, wer hat dich denn verarscht? Scheiß American Money da bei Augsburg. Was seid ihr so reich geworden? Okay, okay. Okay. 22? Let me cook. Lass mich kochen, Junge! Ich hab meinen Innenverteidiger! Lass mich kochen! Weil ich den 2 Monate auf die Eier gegangen bin. 2 Monate stand ich jeden Tag in Augsburg bei denen vor der Geschäftsstelle und hab gesagt, hol den Attila da raus. Hol den Attila da raus. Oh, das wäre unser Königstransfer. Danach könnt ihr mich Don Rammel nennen. Nennt mich Don Rammel, wenn ich das Ding klar mache. Ey, Gisela, mach 2 Erdbeertörtchen, aber welche, die richtig lecker schmecken. Okay. 5-Jahres-Vertrag, sage ich. Freigabesumme finde ich super, dass du keine haben willst. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Dein Berater sieht scheiße unsympathisch aus. Ja, komm doch mal in Jogginganzug wie ich. Szene-Lokal, hier, ich komme in Anzug. Komm in Jogginghose, wir sind in Gelsenkirchen, Alter. 32k Gehalt. Was hältst du von 25? Einstiegsbonus? Eine Rolex! Eine Rolex! Teure Rolex auch. Für 5 Einsätze 26k? Ich weiß nicht, was du willst, aber... Lass uns doch für 10... 30 machen. Die machst du ja eh. Einstiegsbonus, sag ich, dann kauf dir halt 2 richtig dicke Rolex. 2 richtig dicke Rolex. Attila, dein Berater ist ein... Ich weiß, dass du ganz, ganz, ganz tief im Herzen nach Schalke willst. 100k Einstiegsbonus, Gehalt geht 500 Euro nach oben. Guck dir die Erdbeertörtchen an, Attila. Überlegst dir, Attila! Here we go! Attila Schalay, Schalke 04, done deal! Es ist guilty! This thing is guilty! Wir haben unseren neuen Innenverteidiger. Und da kommt er auf die Geschäftsstelle. Don Rammel hat gekocht! Er ist beim Medizincheck. Gucken Sie sich seinen neuen Mitspieler an. Oh, passt alles, ne? Medcheck, ja, 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 ja. Ja, nee, nee, passt. Unsere neue Nummer 3. Die ganze Presse ist da. Schalke mit einem Königstransfer. Boah, guck mal, wie stolz der auf dieses Trikot ist. Wie stolz der auf diese Farben ist. Seht doch ein bisschen eins in den Chat. Schalke-Trikot sieht auch geiler aus als ein Augsburg-Trikot. Was soll ich euch erzählen? Hervorragender Deal. Holen wir uns den Mann hier noch als Tempospieler von der Bank, weil wir haben nur 3 Flügelspieler im Kader. Dompe holen wir als Backup. Da läuft der Vertrag aus. 3 Millionen wert können wir günstiger schießen. Wir holen Dompe als Backup. Dann möchte ich noch Rakitic eintüten. Und dann brauchen wir noch einen dritten Stürmer. Und dann sind wir gut aufgestellt. Verratti geht zu Chelsea. Catherine Thuram zu Leipzig. Nee, Brunner, mache ich nicht. 16 Millionen für Ferrei. Haben sie angenommen. Das war das, was wir geboten hatten. Oder soll ich 16 für Ferrei machen? Oh, schwer. Der ganze Chat sagt ja, ich werde es aber nicht machen. Ich werde nicht den Verein ins Transfers-Minus stürzen. Wir haben gesagt, wir setzen in dieser Karriere auf die Jugend. Und wir werden auf die Jugend setzen. Und die Jugend heißt Linus Richter. Und der Chat stimmt mir nicht zu, aber ich bin Rüdiger Rammel. Und ich weiß, was ich tue. Ich warte aber erstmal noch, weil ich möchte erst wissen, was mit Rakitic ist. Weil wenn die jetzt für Rakitic Unsummen an Geld haben, dann lasse ich den Rakitic-Deal sausen. Ich guck, was hier passiert. Ivan Rakitic. 9 wert. Da müssen wir ja günstig gehen. Der meine 36, ich biete 4. Juckt mich gar nicht. Ah, okay, alles klar. Ja gut. Kann ich jetzt irgendwie 2 Stunden warten und nochmal neu verhandeln oder ist das Ding durch? Das ist geil, Dompe, für 2,2. Machen wir. Egal, ob wir Ferrei noch holen oder nicht. Aber das ist absolut stabil für ein Backup. Vor allem, weil der auch nochmal Tempo mitbringt. Gutes Profil für die Flügel. Dem können wir auch Rotation geben. Das sollte alles kein Problem sein. Ja, ne, super Kaderspieler. Das ist doch kein Paniktransfer, Chat. Lol, was für Paniktransfer. Keine Freigabesumme, passt. Gehalten 10er, ich habe keine Ahnung. Das sollte dann mehr oder weniger so im unteren Teil der Gehaltsstruktur sein. Was? Okay, man kann darüber reden, dass ich ihm weniger Gehalt angeboten habe in der 2. Liga. Okay, ja, man kann darüber reden, aber ja. Ja, dann geht halt raus. Ja, okay, also jetzt müssen wir Ferrei machen. Also jetzt, jetzt,
Jetzt gibt's nur noch Ferrari. Also, jetzt gibt's wirklich nur noch Ferrari. Jetzt können wir nichts anderes mehr machen. Jetzt müssen wir es machen. Es gibt keine andere Option. Es gibt keine andere Option. Hey, komm rein, Ferrari. Ich wollte dich die ganze Zeit. Ich wollte dich die ganze Zeit. Ich hab nichts anderes gesagt. Rolle im Kader, wichtig. Ja, mach mal Schlüsselspieler raus. Denk dran, mein Junge, du hast in der Dortmund-Jugend gespielt. Ich merke mir sowas. 5 Jahre finde ich sympathisch. Was biete ich hier jetzt? Ein Zwambo. Wir haben einen neuen Zehner, Halleluja. Wir haben einen neuen Zehner. Über Umwege, also hier ist das Wort Panik dann vielleicht doch angebracht. Aber vielleicht war das ja gut. Rüdiger Hamel muss noch ans Handy, der ist beschäftigt. Das ist Deadline Day. Da ist er. Unsere neue Nummer? Digga, mach die gelben Schweißbänder ab, du scheiß Dortmund-Sau! Ist das eine Dortmund-Sau? Was macht eigentlich Tim Skarke? Auf der Transferliste. Ja, dann tüte ich einen Skarke ein. Sag ich. Da tüte ich einen Skarke ein. Da kenne ich gar nichts. Wird da eingetütet, der Mann. Kann ich für 2 Millionen schießen. I prefer not to speak. Skarke am Deadline Day ist schwierig. Ja, ich weiß. Ist schwer. Ich will keine Unruhe reinbringen, aber ich sag dir ehrlich, 1-7. Mit Union Berlin habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Die mache ich jetzt. Ja, die mache ich richtig. Ich mach dich nackig. Du alter Sack, Digga. Ich mach dich so nackig, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Du hast seit 15 Jahren plus keine nackige Frau mehr gesehen, also mach ich dich jetzt nackig. 1-8. 1,95 reicht nicht, mein Freund. 1,95 reicht nicht. 1-8! Nackig! Nackig gemacht! Das ist aber ein Big-Transfer-Chat. Da geben sie sich die Hand. 1,8 Millionen für Tim Skarke. Rüdiger Rammel, wenn er dich haben will, er kriegt dich früher oder später. Tim Skarke, komm her. Kann beide Seiten auf dem Flügel zocken. Da gehen wir auch nicht ins Café, kommen wir uns direkt ins Büro. Der Tim kennt das Café nämlich schon. Schlechte Erinnerungen dran. Rolle im Kader, Rotation, bin ich ehrlich. Vertragsdauer 4 Jahre, lass uns 3 machen, Bro. Du bist auch schon 27, ne? Bin ich ehrlich. Freigabesumme? Nö. Naja, müsst ihr eure Forderungen anpassen. Oh. Das Gehalt ist üppig, ich sage dir. 5 Tore, 110.000, Digga. Hast du im Lotto gewonnen oder was? 15.000er Gehalt, Einstiegsbonus ein bisschen runter und dann reden wir. Tim Skarke Deal nicht geplatzt. I prefer to speak. Hab da so viel coole Sachen im Hintergrund erfahren, Junge. Oder kann man diesen Sadiq Fofana leihen von Leverkusen? Nee, schade. Ich versuche den Elze zu leihen. Dann haben wir einen Sechser. Ein Jahresleihe. Gehaltsaufteilung würde ich 40-60 gerne anpeilen. Passt, okay. Wenn er jetzt noch Ja sagt, dann haben wir ihn. Dann steht der Kader soweit. Einen dritten Stürmer würde ich dann nicht machen. Ah, das Ding ist durch. Ja, wir haben ihn ausgeliehen. Let's go. Nächster Neuzugang. Innenverteidigung noch was? Nee, da sind wir eigentlich gut aufgestellt, Innenverteidigung. Da haben wir halt jetzt nominell 5 Leute. Guck mal, wir haben Schalloy, wir haben Baumgartel, Matriciani kann das auch zocken. Deshalb habe ich auch kein RV-Backup geholt. So, und dann haben wir dahinter immer noch Cissé Kaminski. Und Kaminski geht ja immer noch voll klar. Also, es ist jetzt kein übertrieben breiter Kader, aber ich sag euch halt auch, was willst du da jetzt einen 30-Mann-Kader zusammenstellen, wenn du nicht international spielst? So, das ist halt ein 18, 20, 22, 24-Mann-Kader. Und dann kannst du halt zur Not immer noch über die Jugendakademie ausbessern. Also das Einzige, wo ich jetzt wirklich sage, wo es eng werden könnte, da hoffe ich aber, dass wir vielleicht im Verlauf der Saison noch was in der Jugend bekommen, ist ein Stürmer. Aber ansonsten, wir haben 3 Keeper, wir haben 5 Innenverteidiger, wir haben die Außenverteidiger doppelt besetzt. Das ist halt das Geile an Matriciani, weil der halt rechts, links, innen zocken kann. Du hast 2 Sechser, du hast mit Uedraogo, Meier, Irvine 3 Achter. Dann, das Geile ist halt in dem Kader, und das täuscht halt so ein bisschen über die Kader, also über die Kaderbreite weg. Du hast halt viele Leute, die echt mehrere Positionen easy zocken können. So ein Max Meier kann 10 und 8 zocken. Ein Ferrei kannst du not auf der 8 zocken. Du hast mit Richter und Skarke 2 Leute, die beide Flügelseiten beackern können. Du hast mit Lassmer einen, der zur Not in den Sturm kann. Ich bin zufrieden damit. Jugendstab. Ich werde jetzt hier eine Sache ändern. Und zwar den österreichischen Scout werde ich zurückrufen und wir werden Schulden abbauen. Wir haben 16 Millionen. 4 Millionen machen wir weg. 2,8. Das sind 6,8. 8,8. 10,8. Runden wir auf 11. Die 200.000 machen den Braten jetzt nicht fertig. Aber 11 Millionen Schulden abgebaut. Schallenberg könnten wir mal eine Verlängerung anbieten. Oh, Uedraogo brauchen 9. Oh, Uedraogo brauchen 9. Der Mann kriegt doch seine 800 Euro da, ne? 1000 Euro. Rolle im Kader, Rotation. Ich sag 9, 5-Jahres-Vertrag. Machen wir 4. Also Chat, ich würde ja gerne mit halbwegs realistischen Freigabesummen arbeiten, aber 9 Millionen, Alter. Auf gar keinen Fall.
Also ich sag euch eine Sache, ich mach das Gehalt jetzt einfach höher, weil sonst beschwert er sich halt instant wieder nach zwei Monaten beschwert er sich dann wieder, machen wir 10.000 raus. Sonst ist er direkt wieder abgefuckt. Soll er seinen neuen 5-Jahres-Vertrag da unterschreiben? Homie will unter 10.000 verdienen im Monat, er hat gar keinen Bock, der Mann. Was sagt die Presse? Ist die Presse zufrieden mit meinen Transfers? Skandal! Emanuel Ferrei trägt Dortmund-Trikot beim ersten Training von Schalke 04. Halt doch dein Maul, die Fake News, Sportbild. Die Fake News. Exclusive News. Ron Schallenberg sagt Nein zu Al-Nassr. Nach dem riesigen Angebot für Schallenberg von Al-Nassr für Schalke 04 wurde auch der Spieler selbst kontaktiert. Angebotenes Gehalt 100 Millionen Euro pro Jahr. Ron sagt aber Nein zum Geld und Ja zu Schalke 04. Content! Banger Content! Aus Tom P. für Tim Skarke! Yes! Ja, ja, das ist true, Bruder! Das ist true! True this! Lasst ein Like da, wenn euch das Video hier gefallen hat. Das war die nächste Folge der Karriere. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Projekt supportet. In der nächsten Folge gehen wir in die Hinrunde rein. Ihr könnt trotzdem gerne schon mal für den Winter Transfervorschläge hier reinschreiben. Und ein Like auf dem Video da lassen. Das wäre wichtig und richtig. Ne? 10.000 Likes sind wieder angepeilt. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Kuss auf die Nuss. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.